Heute zeige ich euch mal das Kostüm vom Undertaker. Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt und wir schauen uns das Undertaker-Kostüm an. Ihr habt es ja gerade schon in der Ganzaufnahme gesehen. Ich bin mit dem Kostüm noch nicht hundertprozentig zufrieden. Das trifft natürlich wie bei Malern und ihren Gemälden auf viele Cosplayer und ihre Kostüme zu. Aber bei dem hier, es ist an sich so einfach und dann doch wieder nicht. Jetzt also mal Stand der Dinge. Vielleicht update ich euch nochmal und zeige euch eine fortgeschrittenere Version. Aber damit fange ich mal an. Erstens brauche ich natürlich einen entsprechenden langen Mantel. Der vom Undertaker reicht nicht bis zum Boden, also nicht knöchellang, nicht bodenlang und auch nicht knielang wie die meisten Trenchcoats, die dann so bei 115 bis 120 cm je nach Größe enden. Nein, es muss einer sein, der auf Hälfte des Unterschenkels endet. Sieht man immer wieder, wenn er seinen Auftritt macht. Und das ist eine gewissermaßen zusammengewürfelte Version aus den frühen Jahren, so aus den ersten 4 bis 5 Jahren, sage ich mal, des Takers. Das Ganze geht dann halt irgendwie vom Mantel, Wolle sollte es dann halt schon sein. Finde ich jedenfalls, vom Schnitt her auch, dass er schön fällt und so weiter. Da habe ich euch mal den ich jetzt gerade hier anhabe, von Gothicana. Das ist die EMP-Hausmarke. Den habe ich euch verlinkt. Ich weiß aber nicht, ob es den ewig geben wird. Vielleicht habt ihr ja einen anderen ähnlichen schwarzen Mantel. Oder ihr macht einfach einen aus den späteren Jahren, der späteren 90er meine ich, wo er dann den schwarzen Ledermantel anhatte. Naja, gut. Dann kommen wir zur Perücke. Ich habe ja weder die Haarlänge noch die Farbe. Er hat sich die ja dann auch irgendwie später immer dunkler gefärbt und sie sind ja auch immer nass gemacht und ein bisschen gegelt worden und dann sahen sie eh ein bisschen dunkler aus. Jetzt sind wir so damit verblieben, dass ich mir diese mycostumes.de Perücke gekauft habe und die ließ ich mir, die waren länger, die ließ ich mir dann von meiner Friseurin zurechtschneiden. Ja, ziehst du Perücke an, kannst auch zu deinem Friseur oder sowas gehen. Meine Friseurin ist zufällig meine Freundin, hallo liebe Julia, und die hat mir das dann halt besorgt. Mit der Perücke, dass das halt, ah, vorne jetzt und jetzt müssen wir nochmal gucken und Standbild auf dem Fernseher, ja, so sieht's aus. Und ist ein bisschen schwierig, wir sind noch nicht ganz zufrieden damit, ne? Aber so vom Schnitt und wie es fällt, das kommt schon hin. Sie sind jetzt ein bisschen glatter als bei Mark Calloway selbst, was mich aber nicht sehr viel stört. So. Und das ist jetzt einfach nur Haargel. Das ist, die sind ja in Stufen unterteilt, das ist in Stufe 3 Haargel, also nicht mal so krass. Ja, es ist hier kein Gatobi-Sprühkleber oder so, der kam später drüber. Erst war es Stufe 3 Haargel, um das grundsätzlich so hinzubekommen. Und darüber zum dann Fixieren haben wir wirklich, das war aber nicht Gatobi, das war hier die Lidl-Hausmarke und das war ein Stufe 5 Haarlack. Ja, reicht. Ja, Gatobi ist, glaube ich, bei 7 oder so. Also damit bin ich schon sehr zufrieden. Sie hatte noch vorgeschlagen, dass wir hier vielleicht noch mit meinem schwarzen Haarwachs ein wenig dunklere Farbe reinbekommen könnten. Aber ja, also ich bin so schon zufrieden. Das war eine B-Ware-Perücke für 15 Euro. Ist geil, ne? Regulär hätte die 30 gekostet. Ich hätte auch 30 bezahlt. Ja, ich gucke mal, ob ich was Ähnliches finde. Ich bin bei Perücken gar nicht gut. Ich kann die nicht stylen, ich kann die nicht mal richtig kaufen. Oft habe ich deswegen ganz schlimme billige, irgendwas ist immer. Bei Hüten, da bin ich ein bisschen besser aufgestellt. Auf Twitch, da habe ich den lieben Max, der ist in Pullman City Western Darsteller, Schauspieler und der weiß genau, worum es geht. Also in der Westernwelt frage ich immer meinen Kumpel Max. Liebe Grüße an dich, mein Lieber. Der hat mir dann halt, habe ich gesagt, ich brauche zwei Hüte. Einen für mein VW Vendetta Kostüm, damit ich mal einen besseren habe als den von Rubies und für den Taker. Und da hat er mir halt gleich einen Link, der ist natürlich in der Videobeschreibung,
gegeben. Ich brauchte nur Hutband. Hutband 2 Euro, schwarzes Hutband 2 Meter. Ja, das ist kein Problem gewesen. Und das könnt ihr selber irgendwie einfach sogar verkleben, wenn ihr nicht nähen könnt oder ihr legt es drumherum, näht. Wie auch immer ihr lustig seid. So, und dann, ihr habt es ja vorhin gesehen mit Perücke. So sah es ohne aus. Hat ein bisschen was von dem älteren Bruder von Wyatt Earp aus Tombstone, ja, dem alten Western. Aber grundsätzlich glaube ich gut. Ich weiß, der Hut ist zu hoch. Beim Undertaker ist er etwas tiefer. Habe ich so nicht gefunden. Es gibt auf eBay US einen tatsächlichen Undertaker offiziell lizenzierten Hut. Da ist mir die Krempe aber zu schmal. Dafür stimmt es dann oben. Und es ist natürlich vorne, wo man es sehen kann, eine Unterschrift drauf vom Undertaker. Ja, und damit fand ich das schon nicht mehr so geil. Außerdem hat der schon die Hälfte von dem hier gekostet. Der liegt so bei 130 Euro. Und dann für so einen Halb-Karneval-Faschings-Hut, bei dem dann auch wieder was nicht stimmt, nee, da zahle ich keine 60 Euro. Naja, das also zu dem Hut von Old Cowboys. Und dann geht's weiter. Handschuhe machen wir zum Schluss. Die Krawatte findet ihr nirgends, braucht ihr gar nicht erst suchen. Ich habe es getan, ich hätte sie euch verlinkt, ihr wisst ja, ne? Aber nee, ich habe mir einfach nur dunkelgrauen Stoff gekauft. Ich muss das noch dampfglätten. Und habe mir einfach eine Schablone gemacht, wie das ungefähr aussehen soll. Wenn ihr jetzt zu faul seid zum Nähen, es nicht könnt, ey, das ist keine Ausrede, ja? Ihr nehmt euch einfach dann irgendwie so ein Stück Pappe oder was, macht eine Schablone, legt den Stoff drauf, schneidet so grob mit etwa, sag ich mal, 3 bis 4 cm Überlappung, Rand außenrum, dass ihr mehr habt. Dann legt ihr das genauso an, bügelt einmal schön drüber und ihr könnt das auch zum Beispiel einfach kleben. Nehmt da einfach Kraftkleber, würde ich aber weniger empfehlen. Das können wir auch mit Heißkleber machen. Ist die Gefahr aber, dass es ein bisschen durch den Stoff durchgeht. Es geht aber natürlich auch Stoffkleber. Ihr könnt sogar so einen Prittstift nehmen. Das funktioniert auch. Das sind alles barbarische Methoden. Wer nähen kann, der hasst mich jetzt. Irgendwas ist ja immer. Aber ihr kommt dann zum Ergebnis, so eine Krawatte zu haben. Dann nehmt ihr noch ein Lineal und ein Edding. Malt euch da die Linien drauf. Ja, so ähnlich sind sie beim Taker. Es ist jetzt nur angelehnt an das Original. Und dann habt ihr aber wenigstens was mit Wiedererkennungswert. Dann geht's zum Hemd. Ist egal, C&A, H&M. Primark würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das hat aber ethische Gründe meinerseits. Okay, dann könnte ich aber auch H&M und C&A nicht. Fangen wir mit diesem Thema am besten gar nicht erst an. Ihr kauft euch irgendein Hemd. Eurer Wahl. Von mir aus im Internet. Es sollte halt keine Brusttasche haben, ne? Wäre sonst blöd. Und dann schneidet ihr da halt einfach so ein dreieckiges Muster rein. Das ist jetzt Undertaker aus den mittleren 90ern, so später. Da hat er dann schon sein lila Ensemble an und nicht mehr das graue. Was ich jetzt hier drunter habe, ist halt, weil mir die Version dann doch nicht ganz so gefallen hat. Das ist jetzt eher hier früherer Taker. Da habe ich auch nichts versäubert. Ich habe gesehen in ein paar Nahaufnahmen, das ist hier einfach wirklich unversäumt. Sieht aber aus, als ob sie da irgendwie was wie Stoffkleber drauf geschmiert haben, damit es nicht einreißt. Aber das war's. Es ist zwar kein Anzughemd, es ist was anderes. Er hat im Original ja hier noch so Abnäher drauf. Ich glaube, der Wiedererkennungswert ist trotzdem da. Ja, dann können wir eigentlich mal zur Hose kommen. Da habe ich mir ganz simpel eine schwarze Leggings mal. War für ein anderes Kostüm gedacht, hat dann aber irgendwie nicht so richtig gepasst. Und ja, schwarze Leggings, fertig. Könnt ihr euch auch von Maskworld die Pantalones nehmen. Die haben auch einen Steg unten. Und wisst ihr, so eine habe ich mir in Grau gekauft. Und dann habe ich die einfach abgeschnitten. Ne? Dann habe ich mir daraus gewissermaßen Gamaschen gemacht. In Kniehöhe abschneiden. Steg ist dran. Ja, für die Puritaner. Fussel hier. Für die Puritaner müsste der Steg schwarz sein. Da ich aber ja nicht vollkommen authentisch bin. Authentisch ja, aber nicht akkurat. F you. Ne? Kann ich da nur sagen zum Thema Akkuratheit. Ja? Muss ich nicht immer machen. Handschuhe. Mieses Thema. Ich habe schon den Vorschlag bekommen, nimm doch Schweißerhandschuhe. Wer schon mal Schweißerhandschuhe anhatte, weiß, dass die einfach nur klobig sind und nicht filigran geschnitten. Und nee. Eine Übergangslösung sind halt irgendwelche Grauen. Die hier habe ich geschenkt bekommen. Die sind von einem Rubies Boba Fett Kostüm. Das ist deren Ernst. Also das meint Rubies zum Thema Boba Fett. Ich
habe jetzt das hier nicht abgetrennt. Du siehst nämlich in diesem Kunstleder dann trotzdem noch, dass da mal was aufgenäht war. Dann sieht es schlimmer aus, als wenn ich es einfach lasse. Aber an sich, ja, sie sind viel zu kurz. Und ja, Schweißerhandschuhe sind noch schlimmer. Wenn ich einen Mantel anhabe, dann geht das ja durch. Was mir aufgefallen ist, man kann das auf YouTube nachschauen, der Undertaker, als er übrigens Kane der Undertaker war, ja, das hat es gegeben, zwar nur 2 Wochen und es gibt einen, ich verlinke das Video mal unten in der Beschreibung, könnt ihr mal gucken. Da wurde er noch nicht von Paul Bearer gemanagt, sondern von Brother Love. Da hat er tatsächlich mal schwarze Handschuhe an. Tja, hat es gegeben. Und solche, mein Dauerwerbesendungsschild, solche wollte ich auch. Das sind meine Ritterhandschuhe, nehme ich auch für Darth Maul und einen X-Wing-Piloten, also die sind da sehr oft im Einsatz, in anderen Kostümdingen. Nehme ich fürs Live-Rollenspiel auch, für Rittercharaktere oder ähnliches und sowas verlinke ich euch hier. Das ist jetzt von Sattlerei CZ, finde ich sehr gut. Aber ich habe schon nachgefragt, der macht die nicht in Grau. Der hat die in Rot, Blau, Weiß, Schwarz, Braun, aber nicht in Grau. Das geht irgendwie nicht. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ich kaufe mir jetzt welche in Weiß und dann werde ich die, wie meine Jason-Handschuhe, mit gewässerter Acrylfarbe einfach bestreichen, bis die hoffentlich gut aussehen. Oder ich habe Geld verbrannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe ein bisschen Angst, alleine schon beim Erzählen davor. Aber wenn jemand eine tollere Idee kennt oder vielleicht jemanden, der solche Stulpenhandschuhe grau wirklich herstellt, dann bitte in die Kommentare, ich würde mich freuen. Okay, das ist mein Undertaker-Kostüm aktuell. Wenn ich noch was dran ändere, werde ich ein Update davon machen. Und ich hoffe, euch weitergeholfen zu haben und ein bisschen unterhalten zu haben. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und mit dieser Zusammenstellung bin ich ja noch nicht am Ende, denn Cosplay ist nicht nur, was ich draus mache, sondern Cosplay ist auch, was ihr draus macht.